Am 3. und 4.12.2022 fand im Harburger Binnenhafen wieder der schwimmende Nikolausmarkt statt. Ein Höhepunkt war die Ankunft vom Nikolaus mit dem Schiff. Das heute ist der schwimmende Nikolausmarkt vom Museumshafenverein hier in Harburg. Und der ist jedes Jahr und da kommt der Nikolaus mit dem Boot in den Hafen gefahren und bringt den Kindern Süßigkeiten. Das hat sich der Museumshafenverein mal ausgedacht vor vielen, vielen Jahren. Und seitdem ist das jedes Jahr so. Das ist eine Aktion des Museumshafenvereins. Es zeichnet sich aus, dass wir das alle natürlich ehrenamtlich und aus Freude machen und dass sehr viele Leute sehr vieler verschiedener Herkunft hier zusammenkommen und alle eine gute Zeit haben und ja, man einfach lieb zueinander ist. Ich glaube, das bleibt so ähnlich, dass jedes Jahr der Nikolaus mit dem Boot kommt und den Kindern eine Freude macht. Noch eins. Was haben?